Es war Herbst, die Tage bereits kürzer und der Wind kühler. Die Gipfel der Berge, die waren schon weiß. Und der Schnee, der hatte es bereits bis auf die Alpmatten geschafft und auch die Spitzen der Tannen oben auf den Hügeln leicht bedeckt. Und Philomena wusste, bald würde der Winter auch ins Tal kommen. Den ganzen Tag war sie draußen gewesen, im Garten. Hatte den Garten für den Winter vorbereitet, das Laub gerecht und unter die Büsche getan. Sie hatte das Vogelhäuschen gefüllt und die Pflanzen, die Schutz vor der Kälte brauchten, mit Tannenreisig bedeckt. Ein wenig war sie auch einfach nur dagestanden und hatte die Wärme der letzten Sonnenstrahlen genossen, die es jetzt gerade noch für kurze Zeit bis in den Garten schafften. Und als es zu dämmern begann, da war sie hineingegangen, hatte die Schuhe ausgezogen, den Mantel und sich an den kleinen Tisch in der Stube gesetzt, die Hände in den Schoß gelegt, hatte sich ein wenig Ruhe gegönnt und auch ihren Händen. Sie genoss diese Stille, beobachtete genau, wie langsam die Helligkeit aus dem Raum wich und der Dunkelheit Platz machte. Und erst, als es so dunkel war, dass sie die Hände in ihrem Schoß nicht mehr erkennen konnte, da zündete sie die Kerze an. Sie sah in das Licht der Flamme und spürte die Wärme. Und auf einmal, da war sie wieder hellwach. Da tauchten die Erinnerungen auf, die schönen Erinnerungen an einen warmen Sommer, an viele erfüllte Jahre. Diese Erinnerungen waren wie kostbare Perlen, die sich an einer goldenen Schnur durch ihr Leben zogen. Und sie war gut darin, hatte Übung darin, diesen Erinnerungen zu folgen. Da war das Frühjahr mit dem ersten Vogelgezwitschern, dem Sprießen der Blumen, der Blüte des Apfelbaums vor dem Fenster. Da waren die Bergsommer mit den strahlenden Gipfeln, den bunten Blumenmatten und dem Duft der Kräuter, der besondere Geschmack des Brotes, des Käses auf dem Gipfel, wenn der bestiegen war. Diese Weite und das Klingen der Kuhglocken von den Wiesen herauf. Da waren die Zufriedenheit nach getaner Arbeit, das Besammensein am Feuer, die Gespräche mit den Freundinnen, das Lachen der Kinder und die gemeinsam gesungenen Lieder. Da war der Herbst mit seiner Farbenfülle und die Winterfrau, die alles weiß zudeckte mit ihrem Mantel. Da war die Geborgenheit der Stube. Lange saß Philomena so da und folgte diesen Erinnerungen und spürte die Dankbarkeit, die in ihr aufstieg, spürte den Segen, der auf allem Lebendigen lag. Und die Wärme und das Licht, das sich in ihr ausbreitete, das erfüllte jetzt den ganzen Raum. Und dann wusste sie, dass es Zeit war. Sie stand auf, ging zum Fenster und öffnete das Fenster weit, damit die Wärme und das Licht hinausziehen konnten, weiterziehen, dorthin, wo Licht und Wärme gebraucht wurden.